So, wollen wir jetzt noch ein bisschen hier mal gucken. Oh, nur noch 56 Leute auf dem Server. Was ist hier los? Und das ist ein deutscher Server. Laufe ich richtig? Ja. Fahrstuhl, schneller! Ich krieg dich noch! Oder auch nicht. Kommst du wieder, Fahrstuhl? Ja. Ja gut, ich logge mich hier jetzt, glaube ich, gleich aus. Ich mache jetzt noch die Aufnahme hier zu Ende. Die habe ich gerade gestartet. Okay. Und dann werde ich ausmachen, weil ich mich dann erstmal um den Laptop kümmere. Vielleicht die ersten... von den 6 Folgen die ersten 3 wieder schneiden werde. Ich sag nur so, produktives... produktiver Tag eigentlich für nur 4 Stunden. Es sind dauerhaft 6 Folgen, die ich immer aufnehme, wenn wir zocken. Ja, aber wenn du mal so überlegst, am Wochenende, wo wir 10, 12 Stunden Zeit haben. Ja, da habe ich ja offscreen auch gekämpft, was keiner sehen will. Und das ist ja dann langweilig, wenn du die ganze Zeit durch die Wildnis rennst und dort einfach nur ein paar Mobs klatschen tust. Das funktioniert immer. Klar. Jetzt wird es natürlich spannender, weil ich halt mittlerweile 2 Hauptquests habe. Tito. Eine, also du musst hier unterscheiden, habe ich gerade unten mir ein bisschen genauer angeschaut. Das ist einmal eine Klassenhauptquest, also unsere normalen Hauptquests, und eine Hauptquest von unseren von Strom und Cars. Ich habe 2. Ja, okay, warte mal, Mission. Ne, Story-Mission habe ich 2 Stück. Okay, ich habe eine Klassenmission und eine von Drum und Cars. Sind beide lila. Klassenmission. Muss ich das mal anklicken hier? Ja, okay, klar. Ja, aber es sind trotzdem Hauptquests. Auch wenn es eine Klassenmission ist. Weil die sind ja lila. Klar, aber das ist so einfach die Möglichkeit, wie ich unterscheide. Die Gegner sind nur noch Lappen für mich, ey. Das ist ja schlimm. Da, zu dem Knallkopf muss ich. Ich bin überrascht, dass ihr noch lebt. Ist es erledigt? Ist Grathans Sohn tot? Ich habe nicht mal geschwitzt. Das bezweifle ich. Grathans Sicherheitskräfte müssen miserabel sein, wenn ein plumper Dickkopf wie ihr so einfach in seine Gemächer spazieren und seinen Sohn töten konnte. Euer leeres Gerede amüsiert mich. Mein Lichtschwert wird euch das Lachen austreiben. Oh ja, es ist gut für meine Tarnung, den Mörder von Grathans Sohn zur Strecke zu bringen. Varas kann euch ja leicht ersetzen. Varas braucht bald einen neuen Spion. Euer Tod wird mir eine Freude sein. Oh ja. Ich könnte es leicht allein mit euch aufnehmen. Doch ein kluger Mann nutzt jeden Vorteil. Und ich bin ein kluger Mann. Wichser. Eindringling! Der Eindringling ist hier! Alle Mann zu mir! Angriff! Schon besser.
war das? Ich und so genau. Ey. Naja, fett, du machst das schon. So, und jetzt liegst du hier tot da, du Arsch. Du Lollipop. Was ein Hund. Ende vom Lied, er hat sich mit dem Falschen angelegt. Ja gut, ich werde jetzt gehen. Ich glaube, du schaffst die Folge auch alleine. Ja, natürlich. Ja gut, dann bis später. Bis morgen. Tschüss, tschüss. So, da haben wir den Idioten einfach mal platt gemacht. Also, ne, das war ja ein Kinderspiel, würde ich schon mal sagen. Also er hätte nicht so eine große Schnauze haben dürfen. Der hätte nicht so eine große Schnauze haben sollen. Naja, jetzt liegt er dort tot rum. Aber da ist Darth Baras ja genauso ein Verräter und Arsch, weil der einen zweiten Schüler hat. Das ist nicht lustig. Und auch nicht schön. Also, nö, ich mag den einfach nicht. Boah, halt der Maul-Druide. So, jetzt gucken wir uns mal den Revan-Kult an. Darth Revan kennt man ja aus Knights of the Old Republic 1 und 2. 1 war er Hauptcharakter, bei 2 war man ein Schüler von ihm, der sich der dunklen Seite angeschlossen hat und ist dann mit ihm ins Exil in die unbekannte Region gegangen. Mal gucken, was es was uns hier so bevorsteht. Da bin ich. Ja doch, ich laufe richtig. Und jetzt laufe ich falsch. Hey, war ich da hinten schon mal? Doch, muss ich ja gewesen sein. Revanitenlager, genau. Habt ihr euch im Dschungel verirrt? Das tut mir leid für euch. Aber wir können nicht helfen. Wir haben weder Nahrung noch Wasser für euch. Hier gibt es nichts für euch. Und Fremde sind hier nicht willkommen. Geht lieber wieder fort.
Man hat mir dieses Zeichen gegeben. Sagt euch das was? Ich bin nicht sicher. Ah, ihr habt also das Zeichen. Wer immer euch hergeschickt hat, scheint euch sehr zu vertrauen. Willkommen beim Revan-Orden, Anwärter. Willkommen in eurem neuen Leben. Warum habt ihr nicht gleich gesagt, dass ihr ein Revanita seid? Ihr wisst doch wohl inzwischen, dass wir im Verborgenen leben. Wir haben Feinde, die uns mundtot machen möchten. Dies hier ist unsere Zuflucht. Erbaut vom Meister und beschützt von den Getreuen. Hier lassen wir unsere Pflichten dem Imperium gegenüber zurück. Hier führt uns der Meister in die Mysterien von Revan ein, der als Jedi begann und zum Sith wurde. Und dann noch mehr. Wer ist denn der Meister? Unser Anführer, Gründer und Lehrer. Lernt von Revan und ihr erfahrt mehr über ihn. Als Jedi war Revan ein Krieger, der ganze Armeen schlug. Als Sith war Revan ein Lehrer, der 1000 dunkle Schüler ausbildete. Schließlich wandten sich sowohl Jedi als auch Sith gegen Revan. Aber er wurde nicht vernichtet, sondern wiedergeboren. Was heißt das, wiedergeboren? Was passierte zum Schluss mit Revan? Sie nahmen Revan seinen Einfluss, sein Leben, seine Erinnerung und ließen ihn verfaulen. Und doch erlernte er die Wege der Macht von Neuem. Der wiedergeborene Revan zerstörte Jedi und Sith und kam nach Dromund Kaas. Obwohl Revans Leben hier endete, hat der Meister es erhalten, damit wir davon lernen können. Wenn Revan ein Zerstörer war, will ich eure Lehren studieren. Revan hat die helle wie die dunkle Seite gemeistert. Krieg und Frieden. Wir wollen denselben Weg beschreiten. Nehmt teil an unseren Ritualen. Beschreitet Revans Pfad zur Größe. Verdient euch das Recht, uns beizutreten. Was muss ich tun, um dem Meister zu begegnen? Ich muss ihn unbedingt sprechen. Um euch herum sind eure neuen Lehrer. Revanita, die ihr Leben damit verbringen, die Werke von Darth Revan zu rekonstruieren. Sprecht mit ihnen. Erfüllt die Aufgaben, die man euch zuweist. Dann kehrt zu mir zurück. Und der Meister wird euch die letzten Lektionen erteilen. Das heißt also, es wird unnötig wieder Mini-Quests geben. Oh Mann. Kommt her. Kommt näher. Ihr gehört zu den Anwärtern, die unserem Orden beitreten wollen. Das ist gut. Aber sagt mir eines. Ihr seid wegen des Revan-Ordens hier. Seid ihr bereit, für uns zu sterben? Wenn der Orden es von mir verlangt. Ihr seid sehr eifrig, aber nicht sehr klug. Denkt gut nach, denn jeder Revaniter muss sich einer Todesprüfung unterziehen. So wie auch Revan durch die Hände der Sith und Jedi starb. Der Tod hat Revan erlöst, ihn von allen Schwüren und Versprechen entbunden und seine Wiedergeburt ermöglicht. Wird er auch euch von der Vergangenheit befreien? Dass das klar ist. Ich habe nicht vor zu sterben. Seid nicht ängstlich. Veränderung ist nicht zum Fürchten. Vor uns liegt ein Pfad. Unter diesem Pfad liegt eine Höhle. Und die ist Darth Revan gewidmet. Anwärter fallen auf dem Pfad oder werden von den Schrecken in der Höhle zerrissen. Aber wer das Ende erreicht, wird wiedergeboren. Neu erschaffen. Ich muss mehr darüber erfahren. Geht nur. Ihr werdet schon sehen. Der Pfad ist hier. Die Höhle ist eine andere Sache. Je schwieriger, desto besser. Denkt daran. Es geht nicht ums Überleben. Vertraut dem Weg von Darth Revan. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Geht nun und kommt wieder, wenn ihr das Ende der Höhle erreicht habt. Wow! Wo darf ich jetzt hin? Dahin. Ich hab da bestimmt ja was zum Verkaufen.
Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie wohl. Raymond! Wer kennt ihn nicht, den guten alten Raymond? Gibt's zwei Wege dahin. Lasst uns reden, wenn wir die Gelegenheit haben. Ja, ich weiß ja, was du willst. Du willst dein komisches Schockheitsband loswerden, aber... Hä? Das hätte doch schon lange passieren müssen. Mobs sind Level 11, das ist doch ein Witz. Ich kann austricksen, das Spiel. Haha! So. Oh, wow. Ja. Ist das Revan? Ein beeindruckendes, geheimnisvolles Schreindings da. Alles klar. Revan hatte aber eine andere Maske. Die war unten länger. Also, das weiß ich. Das ist nämlich einer meiner Lieblings-Sith. Was war das? Lasst uns reden, wenn wir die Gelegenheit haben. Ihr seid zurück, tropfnass vom Blut aus dem Mutterleib. Ihr seid wiedergeboren. Euer altes Leben, alles, was ihr einmal wart, liegt in dieser Höhle begraben. Was war das für ein seltsamer Ort? Darth Revans Schrein. Jedes Stück von Revans Leben, das wir zusammentragen konnten, ist in dieser Höhle. Es ist das Letzte, was Anwärter sehen, bevor sie sterben. Wie fühlt es sich an? Keine Verpflichtungen mehr? Unbelastet von der Vergangenheit? Wie ist es, wenn die Welt einem neu geschenkt wird? So, als hätte ich noch nie getötet. Ihr habt es gut gemacht. Ich bin stolz, dass ihr euer neues Leben als Revaniter begonnen und die Loyalität zu uns über alles gesetzt habt. Diese Gabe soll euch in eurem neuen Leben leiten.
Sie wird euch daran erinnern, was ihr nun seid. Geht jetzt. Möge die Macht euch Stärke verleihen. Ja, ne? Schön und gut, aber der Gürtel bringt mir nichts. Kommt her. Nö. Sprecht mit mir. Wir alle sind Schüler Darth Revans. Und ich genieße die Gesellschaft von neuen Mitgliedern. Ich erinnere mich an die Zeit, in der ich wie ihr war. Ich erinnere mich an meine Prüfungen und die Freude, mit der ich im Namen des Meisters tötete. Ihr habt so viel Glück. Mit absoluter Sicherheit. Gut. Auch wenn ihr die Prüfungen nicht besteht, seid froh, dass ihr teilnehmen durftet. Ich bin Ladra. Einst war ich persönliche Attentäterin eines Sith-Lords. Und nun bin ich die reine Beschützerin des Meisters und seiner Schüler. Ich denke stets an Revans Lehren, wenn ich Eindringlinge und Ketzer hinrichte. Doch ich leite auch neue Mitglieder an und helfe bei der Festlegung ihrer Prüfungen. Ich bin überaus beeindruckt. Ich danke euch für euer Lob. Doch es ist nicht nötig. Wenn ihr uns beitretet, ist das Belohnung genug. Jede Initiation bei den Anhängern Revans enthält auch eine Prüfung der Vergangenheit. Ein Ritual, das neue Mitglied an Revan binden soll. Euer Ritual wird etwas ganz Besonderes. Ihr werdet die Maske von Darth Revan suchen. Er trug sie, nachdem er ein Sith geworden war. Sie ist ein mächtiges Symbol seiner Großartigkeit. Lange verloren geglaubt. Ich bin geschickter im Zerstören als in der Schatzsuche. Zerstörung soll es auch geben. Das verspreche ich. Die Maske befindet sich in einer Antiquitätensammlung meines früheren Lehrers, des Sith-Lords Gratan. Sie muss vor diesem Ketzer beschützt werden. Gerettet werden in einem Regen aus Blut und Tod. Ich kann's kaum erwarten, Schmerz zuzufügen. Sprecht mit Torun, unserem Verwalter. Er weist euch in die spirituellen Dinge ein, die ihr wissen müsst. Und sagt euch, wo die Maske ist. Wenn eure Reise beendet ist, bringt die Maske zu mir. Viel Glück. Genießt den Frieden, den es bedeutet, dem Meister zu dienen. Ich würde die Maske eher selber behalten. Was haben wir denn hier? Ich hatte keinen Besuch von Anwärtern erwartet. Doch verweilt ruhig und sprecht mit mir. Ich bin Torun, treuer Diener des Meisters und Schüler von Revan. Was kann ich für euch tun? Ich muss wissen, wo Darth Revans Maske ist, und zwar schnell. Gut, Ladra schickt euch. Ich soll euch rituell auf den Kontakt mit Revans Maske vorbereiten, wie? Das ist überflüssig. Ladra gehört den Revanitern an. Sie ist besessen von dieser Maske. Angeblich spricht die Maske mit ihr. Ladra will, dass die Maske alles darstellt, was Revan jemals war. Aber er war nicht einfach nur ein Sith. Bevor er wiedergeboren wurde, war er ein Sith und ein Jedi. Nun bin ich wirklich neugierig. Gut, das hatte ich gehofft. Es ist verführerisch, in materiellen Dingen nach Antworten zu suchen. Ladra will mit der Maske zeigen, dass Revan nur der dunklen Seite angehörte. Ich will nicht, dass diese Maske der Mittelpunkt unseres Ordens wird. Bringt sie mir. Ich werde sie bei einigen gleichgesinnten Gelehrten sicher aufbewahren. Was ist mit meiner Initiation? Ich bin sicher, dass Ladra euch eine große Summe für die Maske versprochen hat. Die kann ich nicht überbieten. Aber ich kann euch versprechen, dass eure Initiation gut vorangehen wird. Werdet ihr mir helfen, den wahren Revan zu bewahren? Oder lasst ihr zu, dass Ladra alles mit einer Sith-Reliquie überschattet? Ich wette, die Maske würde mir gut stehen. Ich bezweifle, dass ihr Zustand zulässt, dass man sie tragen kann. Aber es wäre immer noch besser, als sie Ladra zu geben. Piep, piep, piep.
Ich muss euch nicht bitten, vorsichtig zu sein, aber möge die Macht mit euch sein. Möge sie euch stark machen und eure Wiederkehr anleiten. Ja. Da wissen wir ja jetzt, wo es mal wieder hingeht. Ah, die Maske selber behalten? Na klar, warum nicht? Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ja, ich muss wieder dahin. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Schon. Nee, das war das. Das wollen wir ja nicht. Ja, wir müssen wieder dahin. Tada! Auf ein neues... Bong, 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 bong. Na komm, greif die mal an, die sind mir zu low. Danke. Tot. So, neue Schuhe sind 148 Fett, 148, nein, Fett ihre sind perfekt bis jetzt, Fett, wie auch immer. Auf ein neues in das Anwesende. Aber dieses Mal geht's dort rein. Hier sind drei Gegner. Ich kämpfe gegen die. So, aber ob wir die Maske kriegen, das erfahren wir in der nächsten Folge.